heute wieder alle Zeitungen voll sind mit der sensationellen Nachricht zum wiederholten Mal, was übrigens auch eine österreichische Spezialität ist. In anderen Zeitungen weltweit ist man stolz darauf, wenn jeden Tag was Neues in der Zeitung steht. In Österreich steht jeden Tag dasselbe in der Zeitung. Und zum wiederholten Mal steht, die Studenten wissen nicht, was sie wollen. Es ist vollkommen diffus, warum die streiken und warum die Hörsäle besetzen. Es wird mit Karikaturen vom Hieronymus in der Presse, wo Studenten dargestellt sind als protestierende Häuflein, das transparente Treter, für den nur Fragezeichen drauf sind, bis hin zu Gastkommentaren, auch von Hochschulprofessoren, oder, weil es langsam Chefsache zu werden scheint, von Chefredakteuren und stellvertretenden Chefredakteuren, aber alle schreiben sie im Grunde dasselbe, die Studenten wissen nicht, was sie wollen. Ich finde es schon bemerkenswert, dass man so lange etwas tut, ohne zu wissen, was man will. Es ist ja nicht der erste Streiktag, es ist ja nicht also der erste Tag der Besetzung. Aber wir haben gestern schon darüber diskutiert, auch, was das bedeuten mag, was es bedeuten mag, dass es offensichtlich unmöglich ist, den Medien begreiflich zu machen, worum es geht. Das kann man ja nicht sagen, die Studenten haben es nicht versucht. Die Studenten haben die Informationen verbreitet. Also kann es nur bedeuten, die Medien wollen es nicht verstehen. Ja? Die Medien und die politischen Eliten wollen es nicht begreifen. Und sie verstehen jetzt von der ganzen Geschichte nur einen kleinen Symptomzusammenhang. Sie sehen, die Hörsäle sind überfüllt. Es ist ein Massenansturm mit Übungen. Die Situation ist unwürdig und daher sind einige Studenten unzufrieden. Und wie kann man das Problem lösen? Es haben die Studenten Vorstellungen, wie man das Problem lösen kann, aber die wollen sie nicht hören. Und sie haben selber Vorstellungen. Und die wollen sie jetzt so lange medial verbreiten, bis die Öffentlichkeit es als Naturgesetz anerkennt, dass es nicht anders geht. Und dieses Naturgesetz wird nur zu weiteren Verschlechterungen der Studienbedingungen oder der Lebenschancen junger Menschen in diesem Land führen. Denn was wollen sie? Und ich gebe ein Beispiel, wie das funktioniert, wie Widersprüche aufgemacht werden. Und statt zu begreifen, dass sie selbst die Widersprüche produzieren, glauben sie, das ist ein logischer Zusammenhang. Der stellvertretende Chefredakteur des Kurier, Josef Fotze, schreibt heute im Leitartikel, er war dieser Tage in England und hat Cambridge besucht. Das war schon eine andere Stimmung dort. Hochkonzentrierte Stimmung glücklicher Studenten, die über wunderschöne Anlagen geschlendert sind, mit vielen Büchern, um dann in kleinen Gruppen ihr Wissen zu vermehren. Ja, klar, dass die nicht studieren, dass diese Studenten nicht demonstrieren. Ja, das sind ja paradiesische Zustände. Und warum haben sie diese paradiesischen Zustände, fragt er. Und er sagt, diese Universität hat paradiesische Arbeitsbedingungen geschaffen, die auf zwei Grundlagen beruhen. Rigide Zugangsbeschränkungen und hohe Studiengebühren. Das ist schon interessant, dass egal was ist, egal wie die Bedingungen sind, auch die gewachsene Kultur, egal wie sich die Aufgabenstellung bildungspolitisch wie die Aufgabenstellung bildungspolitisch ist, egal wie das Zusammenwachsen Europas auch bildungspolitisch jetzt einmal geplant ist, egal wie es ausschaut und wie die konkreten Probleme an einem konkreten Ort sind, das Erste, was ihnen einfällt, ist rigide Zugangsbeschränkungen und hohe Studiengebühren. Wenn man dann sagt, warum sollen nicht alle jungen Menschen, die was studieren wollen, die Möglichkeit haben zu studieren? Warum soll Bildung ein exklusives Privileg einiger weniger
sein, die sich hohe Studiengebühren leisten können. Da kommt immer dieselbe Antwort, naja, die armen Studenten kriegen dann eh Stipendien. Dann frage ich mich, ob mir diese einfache Rechnung in Köpfe hineingeht. Es sind viel, viel mehr junge Menschen, die sich Cambridge-Gebühren nicht leisten können, als die, die sich es leisten können. Das heißt, wenn ich verzichte auf diese hohen Studiengebühren, dann erspare ich mir auch die hohen Stipendien, die in Summe viel mehr ausmachen, dazu noch Kosten für Verwaltungsaufwand und so weiter und so weiter. Und ich habe einen bildungspolitischen Auftrag erfüllt, den jede vernünftige, aufgeklärte Gesellschaft mir als Politiker gegeben hat, nämlich Bildung als selbstverständliches Angebot in der Biografie jedes aufgeklärten, mündigen Staatsbürgers zu ermöglichen. Ja? Nein, sie wollen haben hohe Studiengebühren und dann kompliziert, verwaltungstechnisch gestaffelt und gedeckelt Stipendiensysteme, weil sie Stipendiensysteme haben für politische Eliten noch einen Vorteil, das dürfen wir nicht vergessen. Stipendien haben den Vorteil, aus Menschen, die auf Universitäten sich zu freien, mündigen Bürgern entwickeln wollen, von allen Anfang an Bittsteller zu machen. Ja? Und der Bittsteller hat schon mal einen Schritt zurück gemacht, bevor er sich auf den Weg begeben hat, ein aufgeklärter, mündiger Mensch zu werden. Ja? Gut. Da sagt man, nein, wir wollen keine Studiengebühren, keine Barrieren vor den Universitäten, wir wollen freien Unizugang. Und dann passiert was Seltsames. Und da schreibt der Herr Fotzi, da schreibt der Herr Professor Schwarzacher in der Presse, das schreiben alle Kommentare in den letzten Tagen immer wieder aufs Neue gebeten. Dann sagen sie, wenn man einfach freien Unizugang macht, wenn das Studieren nichts kostet, dann profitieren ja sogar also die Kinder der Reichen, die doch was zahlen könnten, dann profitieren die Wohlhabenden auch auf Kosten der breiten Masse, die das ja finanzieren muss, der Steuerzahler. Und da frage ich mich schon, warum das bisher noch niemandem aufgefallen ist, dass ausgerechnet bei den Universitäten eine so enorme Sensibilität der politischen Kommentatoren und der politischen Eliten in diesem Land herrscht, die sagen, Gottes Willen, das können wir nicht machen, dass die Reichen was profitieren. In keinem anderen Politfeld, in keinem anderen gesellschaftlichen Bereich haben sie eine Scheu, selbstverständlich zu sagen, die Reichen sind tüchtiger, die Reichen sollen weniger Steuern, das schaffen eine Vermögensteuer ab, sie sollen da auch noch profitieren. Was, der hat da so viel geerbt? Naja, die Eltern waren tüchtig, das müssen wir auch akzeptieren, aber das fehlt dann anderen. Naja, das macht ja nichts, die Welt ist so, die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ah ja, Moment, in einem Bereich können wir darüber diskutieren, auf den Unis dürfen die Reichen nicht profitieren. So komisch, wirklich komisch. Sie begreifen es nicht, sie wiederholen es jeden Tag, sie werden es so lange wiederholen, bis sie es nicht nur selbst glauben, sondern, das ist ja schon spürbar und merkbar, bis es alle, auch sogar die Betroffenen, glauben. Und darum ist da drüben der Hörsaal so voll. Und es ist ja wahnsinnig witzig, dass da drüben Menschen in einem Hörsaal sitzen, weil sie brav und angepasst und stromlinienförmig irgendwie da durchrutschen wollen, zusteuern auf eine Biografie, von der sie glauben, sie wird ihr Glück bedeuten, wenn sie irgendwie durchkommen. Sie werden was lernen, mit dem sie dann bessere Berufschancen haben. Ja? Und dazu müssen sie alle Anforderungen erfüllen. Sie dürfen keine Anforderungen hinterfragen, sie dürfen keine Gedanken formulieren, sie dürfen keine Gegenfrage stellen. Sie müssen da sitzen und mitschreiben und auswendig lernen und hingehen und sich selektieren lassen. Und sie sind bereit, für diese Angepasstheit einen Hörsaal zu besetzen. Sie besetzen ihn ja da drüben. Sie wurden aufgefordert, die Stufen zu räumen, weil es feuerpolizeilich verboten ist, aber die Fluchtwege zu besetzen. Sie sagen, wir gehen hier nicht weg. Da kann man was lernen aus der Ausbildung. Weil da sind viele weggegangen, drüben ist niemand weggegangen. Obwohl sie aufgefordert wurden. Beide Hörsäle wurden aufgefordert, die Hörsäle zu räumen. Nur einer hat es geschafft, dass wirklich keiner ging. Da kann man was lernen. Aber sie begreifen dann nicht einmal, dass sie jetzt auch schon eigentlich in die Masse der demonstrierenden Studenten eingetreten sind. Sie glauben, sie sind es nicht. Sie glauben,